pures Babyglück. In einer Instagram-Story, die Ann-Kathrin Götze, 33, am vergangenen Samstag teilte, konnten wir endlich die ersten öffentlichen Aufnahmen ihrer süßen kleinen Tochter bewundern. Es war ein Moment. Auf den Ann-Kathrin und Mario Götze, 31, geduldig gewartet hatten, denn bis ihr zweites gemeinsames Kind endlich das Licht der Welt erblickte, verging einige Zeit. Die Geschichte dieses freudigen Ereignisses erstreckte sich bis in die Nacht vom letzten Freitag auf den Samstag. Nachdem sie bereits Eltern ihres Sohnes Rom, 3, geworden waren, konnte die junge Familie schließlich auch das jüngere Schwesterchen in ihre Arme schließen. Über Instagram teilte Papa Mario bereits ein Foto, auf dem er und sein Sohnemann mit der Babyschale das Krankenhaus verließen, in dem Mama Ann-Kathrin kurz zuvor das Neugeborene auf die Welt gebracht hatte. Die glücklichen Gesichter der beiden verrieten die Freude über diesen besonderen Augenblick. Nun hat auch das Model selbst ihre erste Social Media Story veröffentlicht, in der sogar ein wenig mehr von dem neuen Götze-Sprössling zu sehen ist. Mit großer Fürsorge füttert die frisch gebackene Mutter ihr Mädchen mit einem Fläschchen und kommentiert ihren Post mit den Worten: Weekend Activities Part 2. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie Wochenendaktivitäten Teil 2. Vermutlich nimmt sie damit Bezug auf das vergangene Wochenende, an dem sie das Baby an die Welt gebracht hat, und zeigt ihre Freude darüber, diese kostbaren Momente mit ihren Anhängern zu teilen. Es ist zweifellos eine Zeit des puren Glücks und der Familienfreude für die Götze-Familie, und ihre Fans dürfen sich mit ihnen über diese besonderen Augenblicke freuen.